herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Tatsächlich wieder aus dem Auto. Ich habe ja gesagt, das ist jetzt ein neues Ritual. Wieso bin ich jetzt unschuldig? Ja, wieder aus dem Auto, aber nicht Sonntag, sondern tatsächlich freitags. Die ganze Woche ist gar nicht viel passiert. Vielleicht steht jetzt heute, generell die nächsten Tage, was Cooles an. Morgen fahre ich nämlich mit meinen Mädels nach Holland. Das hätte ich euch ja, glaube ich, schon mal erzählt, als wir das geplant haben. Genau, dass wir das der Jude zum Geburtstag geschenkt hatten. Und ja, das ist jetzt morgen so, weit. Wir bleiben nur eine Nacht, aber ich freue mich schon voll. Das ist auch in dem Hotel, wo Fabian und ich schon mal zusammen waren, deswegen kenne ich mich da aus. Und ja, ich freue mich voll. Ich muss heute Abend noch meine Sachen dafür packen. Ist ja nur eine Übernachtung, deswegen geht das schnell. Und ja, jetzt passiert auch was Cooles. Ich verrate euch jetzt noch nicht zu viel, sondern nehme euch einfach mit und dann seht ihr es. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Friends, wir haben jetzt geparkt. Oh, klein. Oh. Hey, fahren wir überhaupt? Oh, ja. Letzte Woche waren einfach 30 Grad und jetzt friere ich. Ja, guten Morgen. Ja. Erstmal will ich hier was hier. Ich bin sehr enttäuscht. Ja. Warum? Ich habe stundenlang gewartet und du hast mich nicht angerufen. Du weißt ganz genau wann. Wann sollst du mir gratulieren? Irgendwas mit der Hochzeit? Nein, Vatertag. hör mal, Kollege. Ich weiß, die Musik ist gerade unüberlaut, aber ich bin gerade in einem Tattoo-Studio in Düsseldorf angekommen, um mir hier ein Tattoo zu stechen. Und es sieht so, so schön hier aus. Blende ich jetzt einfach mal ein paar Bilder hier ein. Was machst du heute? Ja, ich wollte den Geweih heute stechen. Den Arschgeweih? Ja, das ist ein Arschgeweih. Das ist eigentlich so viel mit den Boys. Einfach Vater und Sohn. Chill mal jetzt, ja. Wie, chill mal an. Wir sitzen gerade hier auf dem Sofa und wir planen jetzt gleich das Tattoo. Ja, ich habe gerade mir noch, also ich muss sagen, es ist ein bisschen spontan. Ich habe mir zwar ein paar Sachen rausgesucht, aber ich bin gerade noch trotzdem ein bisschen Inspiration suchen von Pinterest. Ich wollte eigentlich erstmal Focus on the Good, aber das war zu lang und deswegen finde ich das schön. Und dann kriege ich noch ein kleines Tattoo da, das zeige ich euch dann gleich. Also für die Fans sind jetzt ein bisschen komisch. So ist gut eigentlich, oder? Ja, so ist gut. Die Dame ist angespannt, die Dame ist sehr angespannt. Die ist sehr, sehr angespannt. Sie weiß jetzt gar nicht, was passiert. Die Rothaarige, die weiß nicht, Interview. Bist du aufgeregt? Nein. Sehr langes Interview. Ich glaube, du kannst. Oder? Ist aufgelegt? Nein. Hey, are you ready? Yeah, I'm ready. Mehr als mein erstes, ja. Von der Skala 1 bis 10, wie weh tut das? Da mal 1 bis 10 einfach. Was machst du eigentlich hier? Was machst du eigentlich hier? So eine 8 von 10? Du sitzt gerade immer noch mit? Also man merkt es ein bisschen Reiz, aber... Ja, mega schön. So Leute, ich bin fertig. Die hat das so fein gestochen, richtig Leute, das krass. Ist so krass fein, aber man sieht es. Hier seht ihr auch nochmal die Website und alles. Also es ist ein echt super, super schönes Studio und die machen das echt super. Das ist die Dame, die mir das gemacht hat.
ich bin wieder zu Hause vom Tattoo-Studio. Ich hoffe, der Fabio hat alles gut mitgefilmt. Ich konnte ja nicht so viel selber filmen. Ich zeige jetzt mal meine Tattoos und ja, sage ich auch, was die bedeuten. Also einmal habe ich mir das stechen lassen. Da ist natürlich jetzt noch die Folie drauf. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, aber da steht See the Good. Und das habe ich mir stechen lassen, weil ich einfach in den letzten 2 Jahren sehr oft sehr negativ gedacht habe und es mir sehr schwer fiel, dann aus diesem Loch rauszukommen und einfach auch mal was Positives zu sehen. Und ich will halt immer, wenn ich in so einer Tiefphase bin und es mir schlecht geht und ich denke, nichts ist mehr positiv, dass ich das Tattoo sehe und es mich daran erinnert, dass es was Positives gibt und ich das sehen soll. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen habe ich das genommen, auch an einer Stelle, wo ich es wirklich sehen kann, damit ich es halt auch sehe, wisst ihr? Dann habe ich mir jetzt noch hier den Halbmond mit den Sternen. Und zwar habe ich das gemacht, weil, also mein erstes Tattoo, was ich mir stechen lassen habe, das war sozusagen für meine Mama. Viele denken, dass das eine Rose ist, aber das ist tatsächlich eine Mohnblume. Im Nachhinein würde ich sagen, das ist jetzt nicht das beste Tattoo, weil es ist viel dicker gestochen im Gegensatz zu den anderen, wenn man die mal so nebeneinander hält. Und ja, man denkt halt, das ist eine Rose. Es gibt bessere Motive für eine Mohnblume. Aber so ist es halt beim ersten Tattoo. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Auf jeden Fall ist das die Lieblingsblume von meiner Mama. Und da steht ja unconditional, also bedingungslos. Und ich wollte immer halt auch ein Tattoo haben für meinen Papa und irgendwann auch für meine Geschwister. Und früher, als ich kleiner war, beziehungsweise auch noch jetzt, habe ich mich immer voll für Sterne begeistert und das Universum. Ich gucke voll gerne Sterndokus. Und ich weiß noch, ich habe in der Grundschule immer Vorträge über Sterne und das Universum gehalten. Und ich glaube, das kommt einfach daher, weil ich halt früher immer mit meinem Papa auf dem Balkon saß und wir uns immer stundenlang die Sterne angeguckt haben und erzählt haben. Also auch, als ich schon ganz klein war. Und ja, ich verbinde das einfach mit meinem Papa und deswegen habe ich mir das stechen lassen. Mietscha, habt ihr das gesehen? Die kratzt einfach immer an der Tapete. Wir haben schon überall Kratzer von der. Du dumme kleine Katze. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Also wenn ich den Arm so habe, dann sieht man die Sterne eigentlich gar nicht so krass. Halt erst, wenn ich so mache. Genau. Aber ja, ich bin gespannt. Ich muss jetzt diese Folie so circa 3 Tage drauf lassen und danach mit Bepanthensalbe die ganze Zeit eincremen. Ja, ich freue mich voll. Also ich kann euch das Tattoo-Studio auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Das war in Düsseldorf. Das ist aber generell eine Kette. Ich glaube, in Deutschland gibt es mittlerweile nur 4. Aber in der Türkei gibt es zum Beispiel ganz viele. Und ja, die sind auf jeden Fall jetzt in Düsseldorf und es ist ein mega, mega liebes Team. Also auch das Mädel, das hat ein Mädchen ja gemacht, was mir das gestochen hat. Super, super süß. Und generell, das Studio sieht halt auch einfach voll schön aus. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Und ich finde, das ist auch immer wichtig. Die hat auch wirklich Mühe gegeben, dass man happy mit dem Tattoo ist. Und dass man... Die Mädchen ist jetzt im Niesen. Also, das wird ja erstmal vorgezeichnet. Und dass es wirklich an der richtigen Stelle ist. Und dass man sich sicher ist. Also, da achten wir auf jeden Fall sehr drauf. Und ja, das ist ja jetzt Fine Line, nennt man das, was ich gestochen habe. Das war mir sehr wichtig. Und das macht sie halt auch und das können echt nicht viele, weil da darfst du keine zittrige Hand haben. Und sie hat das wirklich super, super, super gut gemacht. Und deswegen, ja, kann ich euch sehr empfehlen. Ich verlinke euch die Seite auf jeden Fall in der Infobox von denen. Und blende es euch hier auch nochmal ein. Aber ihr kommt einfach in der Infobox direkt auch zu dem Instagram und zu der Webseite und so. Ich verlinke euch alles. Und ja, falls ihr ein Tattoo euch machen wollt und hier aus der Nähe kommt, dann geht auf jeden Fall dahin. Eine Herzempfehlung. So, Freunde, ich schnapp mir jetzt meinen Koffer. Das ist ein ganz kleiner Koffer nur. Handgepäck und packe jetzt mal Sachen für Holland. Ich habe die letzten Tage immer wieder geguckt, wie das Wetter wird, weil in Holland ist das ja am Anfang etwas kritisch. Aber bis jetzt sieht es gut aus. Also hier steht Samstag die ganze Zeit Sonne. Zwar nur 14 Grad, aber Hauptsache Sonne. Und Sonntag soll es 80% regnen, aber Sonntag ist nicht so schlimm. Da wollten wir wahrscheinlich nur frühstücken und fahren dann wahrscheinlich vielleicht auch irgendwie nach Hause. Hauptsache, morgen ist gut, weil morgen wollten wir auch abends am Strand und wir hoffen, dass wir da einen schönen Sonnenuntergang haben. Aber das ist ja oft windig, weil es so am Meer ist. Deswegen muss ich, glaube ich, echt wärmere Sachen auf jeden Fall einpacken. Es wird sehr schwer und wir sind morgen Mittag erstmal in Rotterdam. Also ich will schon irgendwie ein cooles Outfit für ein paar Pics. Deswegen muss ich auch fancy Sachen mitnehmen. Also ich habe jetzt erstmal eine Jeans und eine so eine schickere Anzughose. Die habe ich mir neu geholt. Die ziehe ich dann zum ersten Mal an. Die Jogginghose, die ich gerade anhabe, die werde ich morgen auf der Fahrt anziehen. Ich habe da noch einen Pulli zu, der dazu gehört. Der ist noch gerade in der Wäsche bzw. im Trocknen. Den hole ich gleich hoch. Und jetzt muss ich gucken, was ich für Oberteile mitnehme. Also ich glaube, auch so eine graue Anzughose sieht so ein pinkes Top eigentlich ganz nice aus. Aber das Ding ist halt, es wird echt kalt. Ich habe irgendwie keine Jacke oder so, die dazu passt. Aber meine Sachen sind jetzt halbwegs gepackt. Ich muss den morgen irgendwie zuquetschen, aber kriege ich schon hin.
Hier habe ich meine Abschminksachen. Ich schmink mich morgen noch, deswegen kommt das morgen rein. Und hier habe ich ein paar Jacken. Ich weiß nicht, welche ich mitnehme. Also ich glaube die Weste, den Blazer weiß ich nicht. Vielleicht ziehe ich den morgen an, aber ja, ich kann jetzt nicht tausend Sachen mitnehmen. Wir sind ja nur zwei Tage da. Guten Morgen, Freunde. Wir haben jetzt 7:45. Schon fertig gemacht und meine Sachen in den Kofferraum getan und warte jetzt auf die Mädels. Die müssen jetzt jede Minute kommen und dann fahren wir los. Wir wollten noch ganz kurz was zum Frühstücken holen oder was zum Trinken. Wir müssen noch Geld abheben und dann geht's los. Dann fahren wir Richtung Rotterdam. Ich freue mich auf jeden Fall unnormal. Das Wetter soll heute auch richtig gut werden, was ja sehr nice ist und in Holland ja nicht so oft vorkommt, beziehungsweise man muss echt Glück haben. Aber anscheinend ist das Glück heute auf unserer Seite. So Leute, wir fahren jetzt los. Die Mädels sind da und wir haben uns was zum Snacken und zum Trinken geholt. Ich habe gerade mal geguckt, nach Rotterdam fahren wir 2 Stunden und 40 Minuten. Und genau, dann verbringen wir da unseren Mittag und dann geht es weiter zum Hotel, weil wir können erst um 14 Uhr einchecken. Wir fahren dann nochmal eine halbe Stunde. Let's go! In Rotterdam und wir müssen extrem pieseln und ich habe so scheiß Anziehsachen mitgenommen, ich habe ihn gerade ausgerastet und jetzt laufe ich rum wie ein Penner. Ich habe echt eine coole Hose mit, aber hier, ach egal Leute, egal. Auf jeden Fall sind wir angekommen und dieses riesen Kreuzfahrtschiff steht uns einfach die Show, die Aussicht. Wahrscheinlich steht es uns die Show. Ja, und wir gucken jetzt, wir müssen auf jeden Fall auf Toilette, setzen uns irgendwo rein. Aber schon nice hier. Leider nicht so sonnig, wie wir gehofft haben, aber vielleicht klärt der Himmel ja noch auf. Seht ihr, wie der Boden glitzert? Ey, das sieht so krass aus. Wir gehen jetzt hier über die Brücke. Das sieht so geil aus. Letztes Mal, als ich hier war, da ist da hinten das Ding hochgegangen, weil ein Schiff drunter durchgefahren ist. Es wäre schon nice, wenn es jetzt wieder ist. Damit die beiden Mäuschen das auch mal sehen. Gar nicht windig hier. Wir sind jetzt von da über die Brücke gegangen und jetzt gehen wir hier lang. Und hinten ist so ein Food Market, da wollen wir hin. Leute, wir sehen so dumm aus, weil die ganze Zeit hier so ein Wind ist. Ich glaube, unsere Haare sind gleich wie Spaghetti, so voll eklig. Wir sind jetzt gerade auf einer anderen Brücke und gehen zu der Markthalle. Man sieht die schon, ich zeig's euch. Da hinten dieses runde Gebäude. Sieht so cool aus, wir waren jetzt mal, ich zeig's euch. Gibt so geiles Essen. Das ist einfach ein Zebrastreifen und eine Ampel, aber du darfst nur gehen, wenn es grün ist und es verwirrt mich. Wir gehen fast die ganze Zeit über rot. We are arrived. Ich bin voll gespannt, was sie sagt. Das ist einfach so riesig und das ist da drin und es sieht so krass aus. Sieht so cool hier aus. Und hier sind halt überall diese kleinen Stände, ne? Und da kannst du so viele verschiedene Sachen essen. Wir sind an einem Fischstand und wir holen uns hier Kibbeling. Ich bin sehr gespannt. So, wir haben jetzt alle Kibbeling geholt. Judith und Anni haben mit Remoulade genommen und ich mit Knoblauch. Ja, lecker. Ja? Ja. Ist das lecker? Ja. Mhm. Ja, Mann. Boah, die Soße ist geil. Wir suchen jetzt noch was Süßes. Ich habe schon einen Frozen-Joghurt-Laden gesichtet und ich glaube sehr schwer, dass es wieder ein Frozen-Joghurt wird. Ich liebe es. Ich habe doch gesagt, es wird ein Frozen-Joghurt. Leute, seht ihr mal, wie dick ich bin. Ich habe large, Anja mittel und ich bin halt klein. Ich bin so fett, Leute. Wir sind jetzt am Hotel angekommen. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, weil wir hatten eigentlich so ein Zimmer, was für 4 Leute eigentlich so, da stand doch eigentlich, dass da 2 Doppelbetten auch sind. Und da haben wir jetzt irgendwie nur so ein kleines. Ja, dachte ich auch. Jetzt haben wir nur so ein großes und so ein kleines Stellbett. Naja, ist ja nur eine Nacht, ist ja nicht so schlimm. Ihr seht es auch nochmal, also ganz schnuckelig. Und wir haben, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, aber man sieht es einfach gar nicht mit Meerblick. Da hinten ist einfach das Meer. Wir können das sehen, aber auf der Kamera erkennt man es irgendwie nicht. Naja. Ganz cool. Wir haben jetzt hier Fahrräder ausgeliehen, weil wir schon später haben, hat es nur die Hälfte gekostet. Und wir fahren jetzt damit zum Strand. Eigentlich wollten wir Roller holen, aber hier ist irgendwie nur einer in der Nähe und ja, deswegen haben wir gedacht, nehmen wir mal Fahrräder. Gott, es ist so schwer mit diesem Fahrrad zu fahren. Wir haben hier einfach den Navi reingeklemmt. Oh mein Gott, das kann nur schief gehen. Oh. Wir sind jetzt angekommen, es ist so windig hier. Ich fahre mich aber was gar nicht windig. Das sieht so schön aus, Leute. Ich zeige es euch jetzt mal. Freunde, ich hoffe, das sieht hier so auf der Kamera so schön aus, wie in echt. Ich bezweifle es, aber hier ist auf jeden Fall rund. Oh, Anni, vorsichtig! Wir gehen jetzt auf jeden Fall runter zum Beach. So,
schöne Bars überall. Aber ich glaube wirklich, das ist voll angenehm. Ja. Es ist gar nicht so kalt. Ich liebe es hier, das ist so schön. Guck, wie seht ihr das? Ist so schön, sah das Meer letztes Mal nicht aus, als wir hier waren. Das sieht so viel schöner aus, wirklich. Das, ja, aber es war halt, da ist es nicht so weniger, war das so flach. Oh, wie schön. Wegen dem Wind. Aber da hinten, da ist ein Bungee-Jump-Turm. Und man kann mit so einem Seil hier rüber. Wie nennt man das nochmal? Seil? Nee, kann. Schlicken. Ja, ich weiß nicht. Letztes Mal, als ich hier war, ging das Riesenrad gar nicht. Weil ich hoffe, ihr versteht mich. Und wir haben uns eine Pizza bestellt. Die sieht echt sehr gut aus, möchte ich sagen. Guten Morgen, Freunde. Wir sind gerade aufgestanden. Wir haben jetzt 9 Uhr. Wir sind gestern einfach schon um 11 Uhr schlafen gegangen, wie so alte Omis. Aber dadurch haben wir eigentlich trotzdem echt viel geschlafen. Und wir machen uns jetzt fertig. Und eigentlich sollte es heute den ganzen Vormittag und Mittag regnen. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Deswegen überlegen wir, ob wir wieder einfach zum Strand fahren und da frühstücken. Ja, mal schauen. Aber ich schwing mich jetzt erstmal. Ich habe eben ausgecheckt und sind jetzt wieder zum Strand gelaufen. Es ist zum Glück trocken, aber so windig. Ich hatte gerade nur zu an, kaputt so richtig dick viele Jacken. Aber es ist trotzdem richtig schön hier, auch wenn man es gerade nicht so sieht. Wir haben uns jetzt aber reingesetzt und Frühstück jetzt erstmal ohne Meinung. Wir haben gerade fertig gefrühstückt und die waren so laut über die Jacken. Wir sind echt ein bisschen genervt, aber vor allem wir letztes Mal auch so. Es ist gerade nochmal aufgehört zu regnen. Das Wetter, das schwankt hier echt die ganze Zeit. Ich glaube, ich habe einfach eine Qualle, die sieht echt eklig aus. Ich habe gerade Muscheln gesammelt. Die ist voll schön. Ich weiß noch, jetzt hier im Bus City, oder Jumbo, keine Ahnung. Ich wollte noch gucken, ob ich in Farbe irgendwas mitbringen kann. Mal sehen, ob ich was finde. Leute, es ist echt kalt und windig draußen. Ich bin so dick eingepackt. Wir waren jetzt bei Jumbo noch in so einem kleinen Laden und ich habe voll die krassen Sachen geholt. Ich glaube, ich mache heute Abend einen kleinen Mukbang mit Fabio. So, Freunde, wir machen uns jetzt auf den Rückweg. Irgendwie muss ich jetzt schon auf Toilette, aber keine Ahnung, wir haben jetzt keinen Bock, um hinzugehen. Deswegen halten wir wahrscheinlich irgendwann mal an der Tankstelle an. Städte. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Ich hoffe, dass wir keinen Regen haben. Leute, ich bin wieder back in Cologne. Wir sind gerade bei Yassi. Wir haben alle zusammen gegessen. Und ich habe ja die Süßigkeiten mitgebracht aus Holland. Und ich habe gedacht, dass wir die jetzt einfach zusammen probieren. Das sind zwar nur 4 Sachen, aber egal. Ich zeige euch mal kurz, was ich habe. Also Yassi meinte gerade, die gibt es auch in Deutschland, aber ich habe die noch nie gesehen. Das sind irgendwie so... Ich habe die auf jeden Fall in Dubai auch gesehen. Echt? Deswegen ja, keine Ahnung, ich habe die nicht gesehen. Also es sind irgendwie mit M&M's, die gab es auch noch mit Oreo, aber ich fand die sahen leckerer aus. Dann Jelly Beans Sour Version und dann noch 2 Getränke. Cineminis? Cineminis? Was? Was ist kennt ihr die hier mit Sauer? Ich liebe saure Sachen, deswegen. Einfach aufmachen. Einfach reinbeißen. Und, wie schmeckt's? Cringe? Zeig schon mal her. Ja, auch gut. Hä, wie krass. Schmeckt nach Chips, oder? Schmeckt mal. Hä, das sind gar keine Smarties. Ja, ich finde die jetzt nicht so krass. Ja, ich finde die geil. Das war so teuer. Wie viel? Oh! Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich würde die mir nicht nochmal kaufen. Die sind so unnötig. Ja, nix. Sind die nicht sauer? Nee. Hä, wie dumm. Also die finde ich jetzt auch nicht sauer, muss ich sagen. Rubola. Ich habe noch 2 Getränke geholt. Hab ich aber nicht kommentiert. Wieso machst du immer so da drauf? Das mache ich auch immer. Echt? Warum? Weil ich holen soll, dass ich dann ablöse. Wer hat dir das denn erzählt? Guck Galileo. Nein, das habe ich bei Dings gesehen. Wie heißt immer diese Kinderserie früher? Wow, die Entdeckerzone. Ja. Boris Hanji.
Hast du gesagt? Keine Ahnung. Wisst ihr, wie SpongeBob auf Persisch heißt? Wie? Bobbe ist Fungi. Und jetzt probier das. Vielleicht schmeckt das so wie. Wie heißt das nochmal, was du immer trinkst aus Italien? Aranciata. Aranciata. Oh, ich bin in Sizilien. Was? Ich dachte, das wäre irgendwas mit Ananas, aber. Hä, was für Ananas? Bro, das ist so Orangensaft. Echt? Ich dachte. Nein! Das ist gar nicht gut. Ich finde, generell in Holland gibt es immer so süße kleine Dosen. Das ist echt lecker, weil das auch nicht so extrem süß ist. Ich bin maßlos enttäuscht. Von was? Von den Sachen. Waren die nicht gut? Ja. Hast du nicht probiert? Doch, probiert. Die waren voll Lash. Unnormal lecker. Mm. Oh! Junge! Wieso übertreibt der immer so? Was ist eure Review? Von allen Sachen? Ja. Also, ich will nicht wissen, wie viel hast du dafür ausgegeben. Ich würde schon sagen, schlechte Geldausgabe. Also für das und das zusammen 10 Euro. Definitiv nicht mehr, ja. Definitiv. Was sagst du? Nein. Was sagt ihr? Muss nicht sein. Hä, isst du das jetzt pur? Ja, ey, sie macht das einfach. Nein, bitte nicht. Auf die Pasta, deswegen hat sie... Für die Klicks, für die Klicks. Sie macht's jetzt einfach. Nein, du trinkst das jetzt doch, nicht aus der Flasche. Das. Bist Junge, du krank? Junge, du ekelhaft. Bah, das hat sie nicht gemacht. War so lecker. Machst du das wirklich ernst manchmal? Ja, also Fazit, wir würden uns das alle auf jeden Fall nicht nochmal kaufen. Toller Mukbang am Ende auf jeden Fall. Ich würde sagen, das war's dann auch. Ja, ein Mini-Mukbang. Nein. ja, damit verabschiede ich jetzt auch mich von euch. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und 70% der Leute haben immer noch... Nein, jedes Mal sagt ihr das. Ja. ja, ich danke euch fürs Einschalten. Fühlt euch alle gedrückt und bis zum nächsten Mal.